Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute im Flachgau. Gary. Wir sitzen da gerade in einem Frunk von einem besonderen Auto. Also Frunk ist der Kofferraum an der Front und der ist, wie man sieht, schon sehr groß. Das Auto hat ein paar interessante Aspekte. Unter anderem ist es eine riesengroße Batterie, die natürlich für die Reichweite gut ist, aber das man eigentlich bei dem Auto für andere Zwecke nutzen kann. Und das Auto ist so quasi eine riesengroße Powerbank. Also das, was wir vom Handy kennen, das haben wir heute in der XX Large Version mit. Upsala. Unsere beiden E-Profis Harry und Gary wollen es heute wirklich wissen. Wie viel Strom kann man aus einem Elektroauto herausbekommen? Kriegen Sie die XXL Powerbank in die Knie? Das finden wir heute mit David Gruber heraus. Der Tennengauer hat sich seit vielen Jahren auf das Thema E-Mobilität spezialisiert. Er erfindet zum Beispiel mit seinem Team unter anderem neue Elektrobusse. Der neueste Clou, der Ford F-150 Lightning Truck aus Amerika. David, du hast uns heute den F-150 von Ford mitgebracht. Was zeichnet denn das Auto aus? Als E-Mobilist hat man immer gehört, was nicht funktioniert bei Elektrofahrzeugen. Und eine Geschichte waren immer natürlich diese Pickups, größere Fahrzeuge, schwerere Fahrzeuge. Wie soll das funktionieren von Reichweite, Kraft etc.? Und nach unserer Meinung ist es sogar so, dass die Elektrofahrzeuge in vielen Punkten immer dem Verbrenner überlegen sind, auch in diesem Segment. Und das konnten wir jetzt mit diesem Fahrzeug zeigen und darum haben wir da einiges auf uns genommen, um es aus den USA zu holen, weil bei uns in Europa wird das aktuell nicht verkauft. Der F-150 Lightning von Ford hat in der Top-Ausführung 580 PS und das bei einem Gewicht von 3,1 Tonnen. Während das Fahrzeug in Amerika über 4,5 Tonnen ziehen darf, sind in Österreich nur 3,5 Tonnen maximale Anhängelast erlaubt. Die XXL-Batterie speichert 132 Kilowattstunden. Der Verbrauch liegt in Davids Praxisbetrieb bei rund 32 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das entspricht der Energiemenge von 3,2 Liter Diesel. Das Ding hat ja eine riesige Batterie, 140 Kilowattstunden, hast du mir schon mal erzählt heute. Wo macht denn das Auto dann Sinn eigentlich? Das eine ist, dass ich einfach sage, ich brauche diese Strommenge. Ja, ich habe hier 130 Kilowattstunden zur Verfügung, nutzbar, die ich einfach aus dem Fahrzeug ziehen kann, um verschiedene Maschinen zu bedienen, um netzparallel zu fahren, um ein Inselnetz zu versorgen, eine Baustelle zu versorgen, wie auch immer. Der nächste Anwendungsbereich ist einfach der, dass ich sage, okay, ich brauche die Größe, ich brauche Kraft, ich muss etwas ziehen. Wow, das soll alles funktionieren? Das wollen unsere E-Profis sofort sehen. Der David hat jetzt erst angesprochen bei den Fahrzeugvorteilen das Thema Inselbetrieb. Was heißt Inselbetrieb? Inselbetrieb heißt, ich brauche irgendwo Strom, wo es keine Leitung hingibt. Und das werden wir uns jetzt anschauen, wie das funktioniert. Dafür räumen David, Harry und Gary die Ladefläche ab, denn sie haben viel mitgebracht, um Strom aus dem F-150 Lightning zu nutzen. Ja, die Amerikaner denken tatsächlich bei so Pickup-Trucks an so ziemlich alles, bis hin zur Haltestange. Kann man das klappen auch noch? Das reagiert automatisch im Endeffekt, wenn du draufsteigst. Und du hast da ein Maßbandel, Zentimeter oder Inch, hier die Möglichkeit, Schraubzwingen anzubringen. Also wenn hier das als Arbeitsfläche genutzt wird. Und was ja auch noch ist, du kannst sogar offen fahren in Wirklichkeit, wenn du jetzt längere Sachen transportierst. Du hast dann statt die Rücklichter, die ja normalerweise unten in der Klappe sind, hast dann da seitlich Rücklichter. Das ist diese Funktion hier. Ja, es ist wirklich, da hat man alles gedacht. So. Was haben wir denn da Gutes drinnen? Das schaut entweder nach Bier oder nach Würstel aus. Oder hoffentlich beides. Gary, warum hast du denn den mitgenommen? Ja, weil es ist eigentlich, dass wir Druckluft brauchen. Druckluft? Das heißt, wenn wir Botschen haben, dass wir also auf der Alm mal wieder Luft reinbringen? Ja. Okay. Und den nehmen wir auch noch mit. Okay. Für unseren Test sind wir heute auf der Dichtelalm im Flachgau. Hier gibt es normalerweise keinen Strom. Eine eigene Leitung dafür zahlt sich für den kleinen Betrieb schlicht nicht aus. Ja, Karli, grüß dich. Servus. Wir sind bei dir auf der Dichtelalm. Du hast ja da normalerweise keinen Strom, gell? Nein. Wir haben da heute einen Strom mitgebracht. Und bevor wir also dann ein bisschen arbeiten, und da haben wir einen Kreissack, wo wir ein bisschen Holz schneiden, weil du brauchst ja für deinen Ofen ein Holz. Jawohl. Darf man dich bitten, dass wir ein bisschen stärken? Hast du einen Kaffee für uns? Normalerweise muss ich einheizen, ja, dass ich ein warmes Wasser habe, aber wenn es natürlich so geht,
ist nur kein Motor. Jetzt schauen wir uns mal, ob das funktioniert. Ich habe also jetzt Strom aus dem Auto mitgebracht. Wir haben die Kabel drumherum komplett abgerollt, damit wir also die Leistung und die Wärme, die möglicherweise entstehen könnte, dass wir die wirksam wegbringen. Ich stecke ein. So, du hast eingeschalten. Und schon wenige Sekunden später läuft der Kaffee in den Filter. Kaffee ist das eine, aber wir haben auch eine Kühlbox mitgebracht, damit wir also Getränke einkühlen können. Und wenn das alles läuft, dann können wir zum Arbeiten anfangen. Na dann hopp hopp, denn auf der Dichtelalm gibt es heute noch viel zu tun. Ja, wir haben also da jetzt eine Handkreissäge und der Karl hat gesagt, ich soll die böse Schwiegermutter vertreiben. Ich schneide also da jetzt. Karl, ist das so okay? Oder sollen wir noch ein bisschen mehr? Noch mehr, ja. Okay. Auf der zweiten Seite auch? Ja. Okay. Man hat gesehen, also der Akku wird schon ein bisschen schwächer, die Sarg hat also jetzt also an Leistung verloren. Was machen wir? Wir haben den Akku, den wir rausnehmen können, wir haben Strom im Auto und wir stecken an am Ladegerät. Okay. 200 Watt haben wir so momentan. Okay, das ist noch nicht allzu viel, aber der Test läuft. Akkus von Handwerkermaschinen aufladen ist für den F-150 keine echte Herausforderung. Da muss euch schon etwas Besseres einfallen. Brauchen wir jetzt einmal Druckluft, darum haben wir einen Kompressor mit. Auch der Kompressor läuft problemlos. David, wie viel Druck brauchen wir denn? 100 Bar. Alles, was man braucht. Na, hoffentlich fällt Harry noch etwas Schwierigeres ein, denn auch ein Kompressor bringt den F-150 nicht ins Schwitzen. Gerry, ich habe eine Aufgabe. Der Karl braucht also Holz in der Länge. Schneidest du uns ein wenig was ein? Bitte. Ja, also man wird jetzt gleich sehen, dass ich mein Geld normalerweise mit Reden verdiene und nicht mit Handwerken, aber das bringe ich auch noch zusammen. So, dann habe ich gehört, wir brauchen eine Schutzbrille. Und dann? Wie durch Butter geht das. Harry, passt dir das? Das ist 1A. Kannst du einharzen gehen. Ja, wir haben drei Kreise. Wir sehen gerade am Kreis A, ist gerade die Sorg. Kurzer Ausschlag über 2 kW gehabt. Insgesamt in dem Auto sind also 2 Kreise sind hinten angebracht am Fahrzeug. Die haben jeweils 3,6 kW, also 3600 Watt. Da kann man also 7200 Watt insgesamt hinten am Heck ziehen. Vorne im Frank haben wir nur 2400 Watt zusammen, also 9,6 kW Leistung, die ich gleichzeitig aus diesem Fahrzeug Akku ziehen kann. Egal, was unsere E-Profis noch probieren, ob Würstelgrillen. Bis der Harry mit dem Grillen fertig ist, müssen wir mal das Messer schleifen, das gescheit schneidet. Schnitt. Messerschleifen oder Computer anstecken. Keines der Geräte bringt die XXL Powerbank des F-150 Lightning annähernd in Bedrängnis. Also ein echtes Plus für jeden, der Strom dort braucht, wo es normalerweise keine Steckdose gibt. So, lieber Philipp, extra für dich. Also auch die Kameracrew wird versorgt. So lässt sich grüner Strom der Salzburger G in der freien Wildbahn extra gut genießen. Noch ein Tipp für alle Salzburger G-Kunden. Seit ganz kurzer Zeit gibt es jetzt an allen Ladern der Salzburger G einen neuen Tarif. Und zwar einen Tarif, der nach Kilowattstunden abgerechnet wird. Bisher war ja nur die Zeitabrechnung möglich. Und das heißt also, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auch zwischen verschiedenen Tarifen auszuwählen. Und damit wird das Laden je nach Ladegeschwindigkeit des Fahrzeugs und Umständen günstiger.